Ein neues YouTube-Video der Geissens spaltet die Gemüter. Der Grund? Robert Geiss lässt seine 14-jährige Tochter Shania in dem Clip mit einer Waffe schießen. Viele User vermuten, dass es sich dabei um ein Soft-Air-Gewehr handelt, denn Shania feuert kleine weiße Kügelchen auf Schießschablonen mit Zombie-Bildern ab. Die hat Papa Robert überall im Garten an Bäumen befestigt. Ich war krank und brauche jetzt endlich mal wieder Action. Also hat Papa sich entschieden, wir müssen jetzt ein paar Zombies erschießen, erklärt Shania. Für viele User ist diese Aktion ein absolutes No-Go. Ein User schimpft, ich find's bescheuert. In einem weiteren Kommentar heißt es, seid ihr noch ganz dicht? Tolle Vorbilder seid ihr. Und ein Follower macht sich Sorgen um die Natur. Bäume sind auch Lebewesen, also was soll das? Allerdings gibt es auch positive Stimmen unter den Fans. Einer findet, dass Robert eine richtig gute Idee hatte, um Shania abzulenken. Zitat, geile Aktion. Robert, du bist echt der Beste. Ohne Frage. Über die Kinderbespaßung, wie Robert Geiss die Schießübung bezeichnet, lässt sich auf jeden Fall streiten.